Für die Ernährungsbewussten empfehle ich eine Joghurtmarinade, die sich am besten für Geflügel, in diesem Fall für Hähnchenbrust, eignet. Dazu verrühren wir ganz einfach folgende Zutaten: Naturjoghurt, Honig, etwas Weißweinessig, klein wenig Senf, etwas Salz, etwas Pfeffer und Paprika. Stattdessen könnte man zum Beispiel auch Curry verwenden. Dann wäre das so eine klassisch indische Marinade. Ganz lecker. Und zu guter Letzt frischen Thymian. Hier ist da zu beachten, dass dieser besonders fein gehackt wird, weil diese Marinade nicht nochmal püriert wird. So, das Ganze nur noch verrühren und fertig ist die Joghurtmarinade. Damit können wir mit dem Einlegen beginnen. Vorher empfehle ich, die Hähnchenbrust noch einmal längs zu halbieren, vielleicht das Fett hier noch zu entfernen. Einmal längs, dann kann es besser durchziehen. So. Das Ganze nur noch abdecken und in den Kühlschrank wenigstens 5 Stunden ziehen lassen. Umso länger Sie ziehen lassen, grundsätzlich bei allen Marinaden, umso besser das Ergebnis. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de